Nimm dein Kind, wie gesagt, in die Moschee mit. Zeig es, wie es spendet. Gib es ruhig Geld und sag, das ist für die Fuqara, für die Armen. Und spende für Allah. Niemand soll dies sehen, außer Allah. Meine lieben Geschwister, wie ich euch gesagt habe, ein Kind kann ein Grund sein, weswegen du ins Paradies kommst. Und weswegen du ins Paradies kommst. Nicht nur das Kind. Das Kind selbst, wenn es gut und rechtschaffen ist, wird ins Paradies kommen. Aber auch du, ist es nicht von den Taten, die wir kennen, die uns nach dem Tod nutzen werden, wenn das Kind rechtschaffen ist? Und ein rechtschaffenes Kind, das für dich Bittgebete spricht. Es muss Bittgebet, es muss rechtschaffen sein, um das Bittgebet zu sprechen. Es muss rechtschaffen sein, um ein Bittgebet zu sprechen. Oder kennt ihr Kinder, die Dua sprechen, wenn sie nicht rechtschaffen sind? Ein Grund, ein Beweis ihrer Rechtschaffenheit ist, wenn sie für ihre Eltern Dua machen. Einige Leute haben was Schönes gesagt. Wenn du wissen willst, ob du rechtschaffen bist, schau, ob du Dua für deine Eltern machst. وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوا لَهُ. Machst du Dua für deine Eltern? Im Gebet, nach dem Gebet, vor dem Gebet. Machst du رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ. Machst du das? Dann bist du rechtschaffen. Machst du es nicht, dann musst du aufpassen. Wisst ihr auch, dass auch ein Shahid Shafa'a machen wird für 70 seiner Angehörigen, dazu gehörst auch du. Wenn ein Kind rechtschaffen ist und Shahid wird, dann wird es dich ins Paradies einführen. Meine lieben Geschwister, was ich oft gehört habe und was mir wehtut, wenn ich über Kinder frage, das ist mir schon mal passiert, dass ein Mann über sein Kind sehr stolz erzählt. Bei einem Mann hat sehr stolz über sein Kind erzählt. Er hat gesagt, wer ist denn dein Sohn? Kenne ich ihn? Sagt, nee, kennst du nicht. Der ist in Amerika. Doktor. Oh, Mashallah. Und, ja, also richtig, subhanallah, siehst du, glänzend in seinem Auge. In seinen Augen, ne? Glänzt. Also richtig voller Stolz, das ist schön. Das ist schön. Ach so, deshalb kenne ich ihn, war er schon mal hier? Er sagt, nein, nein, war nicht. Aber weißt du was? Der betet gar nicht. Der betet nicht. Aber er ist ein guter Junge. Sein Herz ist rein. Sein Herz ist sauber. Oder ein anderer ist ein guter Junge. Aber manchmal trinkt er. Was denn? Wasser? Nein, nicht Wasser. Andere Sache. Als ein gutes Mädchen. Oh, top. Wirklich, ich kann nichts gegen sie sagen, aber kein Hijab. Aber wirklich, sie hat so ein sauberes Herz. Ja, ich glaube das. Ja, aber Allah wird dich fragen, ob dein Kind Hijab trägt. Hast du deinem Kind, als es noch jung war, Hijab ans Herz gelegt? Jetzt, wenn es 16 und 18 und 20 ist, sagst du Hijab, dann sagt ihr, wer bist du? Sonst kommt das Jugendamt. Und dann ist der Vater ganz ruhig. Du hast es verpasst. Deshalb, Brüder, die Erziehung ist in der... Wenn sie noch jung sind, hören sie, ihr seid Vorbilder. Macht diese Erziehung, solange sie noch jung sind. Ja, ذاكر الأصحاب كن متأدبا يا